Augen auf und Hirn zu. Hier sind wieder Brainless Play und ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Saffron. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Runde Orcs Must Die. Ich spiele jetzt diese Arena. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht auf sonderlich viele Schädel schaffen werde. Wir können auch gerade nicht viel verbessern mit unseren mickrigen drei Schädeln, weil wir das letzte Mal was verbessert haben. Schön. Ich spiele ohne... dass ich mich wirklich zurechtfinde auf diesem eines dieser dämlichsten Level überhaupt. Zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Was? Kätzchen? Oh ja, okay. Sind sie. Wo geht's los? Also gut, erstmal das Buch öffnen. Wie will ich? Ich glaube nicht, dass Barrikaden hier viel nutzen werden. Nee, nicht wirklich. Zu viel freie Fläche. Hatten wir nicht noch irgendwo eine Falle von oben, doch die zerstampfe, aber ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Das und das. Den will ich. Nein, ich will, nein. Ich will den hier. Nimm den Gürtel raus. Und. Oh, macht nicht so schwer. Was will ich denn jetzt? Sieht alles scheiße aus. Ich hätte noch gern mehr CC. Kriegst du, nehme ich dich. Na dann los. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wie das jetzt laufen wird und wer es... Und wer und wo. Also gut, für mich klingt das erstmal so, als müsste ich hier so ein paar von euch platzieren. Ja, macht Sinn. Und wenn ich die so ein bisschen so platziere, dass sie vielleicht auf beides schießen könnten. Oh, ich habe viel Geld. Ja. Bin gespannt. So. tja. Wenn ich wüsste, wo die genau laufen würden. So, am besten wäre es, wenn ich sie schon möglichst hier gut aufhalten könnte. Kann ich in die Winde was knallen? Ja. Schön. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt kannst du noch eine Igelfalle bauen. Ja. Und vergiss die Weberinnen nicht. Yep. Die habe ich auch noch gedacht, aber ich glaube, es ist wieder klar, welche ich nehme. Die hier. Nein. Die hier. Umarmt die Dunkelheit in euch. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet. Und geh. Wie los geht's? Okay. Oh. Nicht schlecht. Also die Elfen machen da schon gute Arbeit. Yep. Oh Gott, diese Mission macht mich hier wirklich kirre hier. 4, 3, 2, 1. Falsche Tür! Hör auf, 360 Grad Drehungen zu machen. Seit wann gibt's Schildträger? Holy. Keine Ahnung, sie nerven mich. Seit diesem Level gibt's Schildträger. Wunderbar. Ja. Schön. Nicht wahr? So. Ja. V, Weberin. Das hier muss ich jetzt sofort annehmen, so früh wie möglich. Kannst gleich weiter skillen, du hast eine Menge Geld. Ja. Nee. 2500. Ja, aber im Moment brauche ich nicht regenerieren. Also werde ich mir sparen und schauen vielleicht. Beide Seiten. Okay, fuck it. Ah, wo bist du? Puh. Du kannst so jetzt schöne Flammenschützen machen. Ja, schön. Endlich. Gut. Und jetzt noch ein bisschen weiter. Ja, und ja. Und das war's. Das war's. Ah ja, dafür hast du jetzt Flammenschützen. Okay. Ab geht die Horde. Nicht schlecht. Ich noch. Schön. Ach. Und du hattest so einen Schiss vor dem Level. Die Map ist scheiße. Die Map ist scheiße ohne Ende.
Im Moment kommt ja nicht viel. Ich würde mal die, auf jeden Fall die andere Tür jetzt besetzen. Ich will eigentlich bloß dich hier jetzt nochmal kurz und... Ach Gott, ich glaube, damit werde ich... Du könntest noch mehr Bogenschützen. Ja, ich weiß, aber dafür brauche ich eine Pause, damit ich mich da hoch teleportieren kann. Um dich ordentlich zu positionieren. Ja, ich kann hier wirklich gerade niemanden aus den Augen lassen. Vergiss nicht, dass du hier auch deinen... Genau, den hast. Ja. Wenigstens gehen die immer den langen Weg. Ja. Scheinen sich jetzt nicht gerade viel draus zu machen, schnell zu sein. Noch ist gut, noch ist alles gut. Ja, noch ist alles gut. Ah. Gerestete Ort. Ah! Scheiß Rainer. Ah. Ah. Stress ohne Ende. Ah! Musst dir bloß den Stress nicht gar machen. Ja. Doch. Sonst ist ja nicht lustig. Oh. Oh. Stört. Oh, du hast Zeit. Du hast Zeit. Und ganz viel weißt, Geld. Weißt du, es wird mich jetzt so anpissen, wenn ich dann nur 4 Schädel krieg, weil ich den Dings nicht geschafft habe. Oh, den Zeitlimit. Ja. So. Auf da drüben. Ja, da drüben ist besser. Genau. Also eigentlich wollte ich die so platzieren, dass sie immer an einem Eingang und an einem Ausgang sind. Dann machen wir schön. So wie... Ja. Hier. Und da ich die schon abgegradet habe... Du musst bloß darauf aufpassen, du hast ein Limit. Ich weiß, aber das ist mir egal. Ich kann auch noch mehr Zeug machen. Das ist ja dann kein Problem. Wie komme ich jetzt hier hin? Über das andere Portal und die Wand. Mhm. Gelbes Portal und die Wand. Wo ist das? Oder rotes Portal. Ach, die wechseln Farben. Okay, ich habe schon mal das. Ist scheiße. Das war das Falsche. Nein. Ja. Oh. Ja. Fuck you. Ach komm. Du hast versaut. Nein. Glück gehabt. So. Die Spitzohren. Passt schon. Ja, dein Geld wunderbar unter die Leute gebracht. Jetzt könntest du solche Mana-Rack-Fallen ganz nett gebrauchen. Ja, aber die sind vom DLC, das heißt, ich will sie nicht benutzen. Ach, die waren DLC, okay. Ja, die haben wir nicht freigeschalten. Vergiss, dass ich was gesagt habe. Ja, ich meine, also, wenn sie Slot... Andere Seite. Ich vertraue meinen Bogies. Ja. Tust du gut daran. Mach diese Mission ist so stressig. Parterre-Fallen hin, damit sie länger... Hatte ich vor. Beschossen werden. Wo seid ihr? Da. Wenn du mehr Orientierung auf dem Feld hättest, wäre die Mission auch einfacher. Ja, die Mission ist sowieso nicht einfach. Aber ich habe sie, glaube ich, sogar schon auf Großmeister oder so. Da ist einer ganz nah am Portal. Nope. Der wird zwar im Moment gegrillt, aber er war da. Und schon wieder 4000 Gold. Ja. Oh, ein Trank. Teerfallen, Fallen bauen. Naja, ich kann nutzen nur noch mehr Bogenschützen bauen und mehr Teer. Ja, und wie gesagt, Bogenschützen hast du ein Limit. Ah. What? Nope. Ach. Ist nur ein kleiner fetter Oger. Das Problem ist nicht der Oger. Das Problem sind die Trolle, die sich dann einfach nicht an die Regeln halten. Oh, oh. So, schön. Sammel die Münze ein. Ja.
Für noch so. Mehr Geld. Also, ich weiß schon, warum das Level so schwer für dich ist. Du gibst dein Geld nicht aus. Das Level ist nicht deswegen schwer. Das Level ist schwer, weil es schwer ist. Weil hier überall gespaltene Wege sind, aber ich könnte mal... Laufen die da entlang? Ja, die laufen da gut entlang. Oh. Okay. Hoffe ich zumindest. Und... kommt schon. Die sterben dadurch dann eh alle. Ja. Die Teerfallen sind echt praktisch für die Runner. Da ja. haben deine... Da haben sie Bogenschützen auch endlich mal Zeit. Oh, die Spitzen mit dem Orkschleim drauf. Ich hasse dich, ich hasse dich. Getestet, lebend getestet an Ghouls, Zombies und anderen Geziefer, nur um ihnen größtmögliches Vergnügen bei der Aufspießung ihrer Orks zu bereiten. Ja, du kannst sie dran vorbei locken. Ist nicht schlecht. Es ist gar nicht schlecht. Ah, wenigstens etwas. Schieß den ab! Schick! Boah, fuck it! Fuck it! Fluch nicht so viel, du hast 5 Köpfe bestimmt. Ich hab's! Wenn ich jetzt die Zeit daneben hab, dann bin ich wirklich sau. Oh. Ja, natürlich, wir haben getanzt. Wuha! Das war die beschissenste Mission. Ja, natürlich. Und deshalb hast du sie auch geaced. Ja, klar. Ich bin nicht so schlecht, okay. Wie du denkst. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit und da wollten wir was über die Weberinnen sagen. Ja, wenn wir mal Zeit haben, wollten wir uns mal die Weberinnen anschauen. Das heißt, wir starten schnell die nächste Mission. Wir kriegen ein Eisamulett. Können wir mehr CC. Finde ich gut. Ich glaube, ich habe die früher immer gern benutzt, beide. Können wir uns lustige Statuen machen. Wir wollten uns die Weberinnen anschauen. Abgesehen davon, dass sie absolut sexy und nützlich sind. Was können überhaupt die, wenn wir auf die Richtung der Waffen gehen? Genau. Weberin des Stahls. Nein, ist das die des Stahls? Das ist die des Stahls, das ist die der Elemente. Okay. Verzauberte Waffen, duellst die Flammenarmbrust und das heilige Schwert. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Mehr Schaden. Wir sollten das wirklich mal ausprobieren. Adrenalinrausch. Gesundheit des Spielers wird verdoppelt. Wenn der Spieler einen Gegner im Nahkampf tötet, erhöht sich seine Geschwindigkeit um 30%. Alles nicht schlecht. Verbesserte Betäubungsfläche und Dauer der Armbrustbolzen. Okay, das ist nicht schlecht. Aufgeladene. Oh, wir kriegen Mana wieder. Mit Armbrust und Klingenstab. Wow, Mana-Regie, das ist nicht schön. Na, nicht schlecht. Mana-Konservierung. Nimm mal die Hand vom Mund. Kosten der Primär... Nimm mal den Bart vom Mund. Kosten der Primäreffekte von Zaubern 30% geringer. Ja, auch nicht mies. Das ist wirklich heftig. Also, wenn man viel selber töten... Dauer der Frost... Frost und Wind... Und Furzgürtel. Ja. Kurzgürtel und Statuenhandschuh, den wir gerade gekriegt haben. Wunderbar. Oh, und unser schöner Feuerring. Oh ja, Blitzschlag trifft ein weiteres Ziel, okay. Ja. Weil hier, das ist halt das Problem. Die ist halt von Anfang an nützlich, dass sie relativ günstig relativ viel Geld geben kann. Geldbonus ist nie schlecht. Auch, es kommt halt... Die hätte mir jetzt gerade nicht so gut genützt, aber... Ja, also... Ja, die eine ist für die Waffen und die andere ist für das Rest, aber ernsthaft, ich benutze die Waffen nicht so viel. Ja, wir haben mehr Kills durch unsere Elfenbogenschützen und Fallen. Gekriegt. Ja, generell meistens Fallen. Das ist einfach ein schöner Effekt mit mehr Wumms. Wir könnten das auch mal ein bisschen skillen hier. Ja, ich meine, du hattest viel zu viel Geld. Ja, gut, aber ich hab's in Öl investiert. Hast in Öl investiert. Tja. Aber gut, wir haben euch jetzt genug gelangweilt für diese Episode. Genau, Zeit ist rum. Yep. Und... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ihr hört uns in der nächsten Folge. Tschüss.